Hi! Hi! Ich bin Moritz, ich bin Maya. Und ich bin Kevin. Und zusammen sind wir die Winnies! Ja, was wollen wir heute machen? Ein Kuchen backen. Genau. Bald ist ja Muttertag. Und da hatten wir uns überlegt, dass wir die Mama, meine Frau, mit einem leckeren Kuchen überraschen. Genau, was brauchen wir denn alles? Butter. Ja. Zucker. Ja. Vanille, ein Ausstechförmchen in einer Form von einem Herz, Orangenschalen, Salz, Orangensaft, Lebensmittelfarbe. Rote Lebensmittelfarbe, genau. Ja. Backpulver, Mehl und Eier. Die richtigen Mengenangaben der Zutaten stehen unten in der Infobox. Genau, schmottet mal rein. Ja, dann lass uns mal loslegen. Zuerst brauchen wir die Butter. Ja, alles raus. Ich mach den mal rein. So, das ist schon voll. Die richtig fest reingedrückt. Das sieht voll aus. So. Als nächstes. Machen wir Zucker. Genau. Alles. Oh, ich sag auch mal so viel genau. Genau. So, ich mach den mal rein. Wow, das ist jetzt schon richtig viel. Wie süß soll der Kuchen eigentlich werden? Und danach? Sehr süß. Wartet, jetzt kommt erstmal die Orangenschale. Maya, machst du mal rein mit dem Spatel? Der ist voll mit Butter. Macht nichts. Die Butter ist dann jetzt im Kuchen. So, dann haben wir es drin. Machen wir mal raus hier. Aber es klebt doch noch was an diesem Ding dran. So. Und danach? Und danach? Nein. Danach? Kommt. Doch, hast recht. Vanillearoma. Wie viel? Ein Löffel, ne? Das ist Vanilleextrakt. Vanillearoma eigentlich 2 Löffel, aber ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal einen Löffel. Nicht so viel. Esslöffel. Oder einen Teelöffel. Das sieht aus, das wird ganz braun. So. Irgendwie riecht das nicht gut. So, was fehlt jetzt noch? Genau, das Salz. Da würde ich mal sagen, eine Prise. Ja, und Fingerspitzen nochmal üben. Genau. So, und das verrühren wir jetzt mit dem Mixer. Yeah. Maya, fang an. Wo muss man drauf drücken? Ja. So sieht das. Schmeckt das lecker? So sieht das aus. Genau, schön cremig. Ja. Mm. Eigentlich hab ich mir cremig anders vorgestellt, aber... Wow. Normalerweise würde ich dafür unsere Küchenmaschine nehmen, aber in der Küche ist immer so wenig Platz bei uns. Und da dachten wir uns, machen wir es einfach im Wohnzimmer am Tisch. Ja. Da, wo alle Leute dran backen. ja, als nächstes... Kommen die 7 Eier rein. Hier. Und 7 Esslöffel Mehl. Da macht Moritz die Eier und ich das Mehl. Also wir machen die mal erstmal hier rein. Nee, nicht so. Wir schlagen die jetzt mal raus. Der Teig ist jetzt schon mal cremig geschlagen. Und als nächstes brauchen wir jetzt die 7 Eier. Und... 7 Esslöffel Mehl. Nachdem wir jetzt den Teig angerührt haben, Moritz, mach nochmal das Backpulver in das restliche Mehl rein. Einfach reinschütten. Habe ich dir gerade die Haare festgehalten? Ja. Zack. Oh, das ist ja eine Schweinerei hier. Ich rühre mal schnell rum. Und jetzt machen wir noch das ganze Mehl rein. Okay. Moritz, du schüttest es rein und Maya mixt. Okay. Bitte.
lecker. So. Zum Schluss kommt jetzt noch der Apfelsaft dazu. Das ist Orangensaft. Zum Schluss kommt jetzt noch der Orangensaft dazu. Und weiter mixen. Das macht Moritz jetzt. Der Teig ist jetzt grob fertig. Wir teilen den jetzt mal auf zwei gleich große Hälften. Oh, ich mach das mal. Die eine Hälfte ist jetzt abgefüllt. Okay. Und die andere Hälfte könnt ihr jetzt mal einfärben. Nur für uns diese Flasche. Einfach, dann Moritz, mach erstmal den Rest davon rein, bis die Flasche leer ist. Dann gucken wir mal, wie viel wir noch brauchen. Wir haben zwei Flaschen, weil die schon fast alle war. Ja, schütt einfach rein. Genau. Rühr mal ein bisschen um. Noch diese Flasche. Kannst du mal aufmachen, oder? Ja. Brauchen wir da noch was? Ja, ich glaube schon, oder? Ja. Aber mach nicht so viel rein. Mach mal so ein bisschen immer rein. Ein bisschen mehr Schwanze schon rein. Das ist ein bisschen. Ich glaube, das will. Geht es? Okay. Gut. Wie schleimig das ist! Die Sachen könnt ihr jetzt mal abfüllen. Also wir abfüllen jetzt. Einfach hier rein. Kann ich dann also einfach eine bemähte Kastenform, wo man Brot drin machen kann. Wofür ist dann das oder Herz? Kuchen. Das kommt noch. Okay. Das kommt noch. Die andere Hälfte vom Teig kommt jetzt erstmal in den Kühlschrank. Zack und zu. So Kinder, für uns geht es jetzt in die Küche zum Backofen. Da sieht auch eine Küche aus. So, zack. Kommt jetzt bei Ober-Unterhitze bei 175 Grad in den Backofen oder Umluft wären dann 150 Grad. Für 50 Minuten. Jetzt ist der erste Kuchen fertig und jetzt machen wir den nächsten mit dem anderen Teig. Wir schneiden den jetzt in Scheiben und stechen mit der Herzform Herzchen aus. Willst du es nochmal? Ja. Wie groß müssen die sein? Ja, so ungefähr. Guck mal, ist schon rot geworden. Schon eine Herzfarbe hat das. Als nächstes stechen wir es aus. Nehmen wir es am besten an der Seite, so. Damit wir noch viel Platz haben für die ganze So sieht das dann aus. Ja. Wir bereiten es jetzt schon mal vor. Zack. Das sind so wie Mini-Küchlein. Wollt ihr mal weitermachen, Moritz? Willst du mal machen? Ich will aber auch machen. Schöne Herzförmchen. Ja, zeig mir mal eins in die Hand und halt's in die Kamera. Guck mal. Das da ist das dünnste. So. Und das ist das fetteste geworden. Die Herzstückchen legen wir jetzt mit der Längsseite oder einer der Längsseiten an die Wand. So. In die Auflaufform, in die Backform. So, mal gucken. Ich glaube, da haben wir sogar mehr übrig, als wir brauchen. Die Herzen sind jetzt reingelegt an der Längsseite und an die freie Stelle wird jetzt der Teig, den wir in den Kühlschrank gestellt haben, eingefüllt. Ein Teil jedenfalls. Ich mach das mal.
toll das aussieht. Ja. So, jetzt seht ihr, der Teig ist auf der freien Seite. Und jetzt kippen wir die Herzen so da rein. Den Teig ein bisschen drüber. Dass es so aussieht. Und das ist die Herzen. Seht ihr? Gut. Und auf die Seite und machen wir jetzt einen anderen Teig. Der andere Teig, genau. So. Maya, du hältst es mal. Und ich mach den Teig rein. Moritz. Oder so. So geht's auch. So, Moritz kann dann gleich den Teig oben drauf machen. Yay! Der Teig ist jetzt so. An der anderen Seite auch drin. Und jetzt können wir es wieder gerade stellen. Und Moritz, du kannst jetzt den restlichen Teig oben drauf füllen. Oh, du hältst mein Fest. Mein Haar. Ich halte es fest und du machst rein. So, Moritz, du schmierst das jetzt mal einmal komplett drauf. So, fertig. Der Kuchen kommt jetzt nochmal in den Ofen für 45 Minuten bei 175 Grad Ober-Unterhitze oder 150 Grad Umluft. So, der Kuchen ist jetzt fertig und muss jetzt eine halbe Stunde abkühlen und dann wird er gestürzt aus der Form. Erstes Stück. Oh, da ist ein Herz drin. Komm, wir schneiden noch eins auf. Wir wünschen euch einen schönen Muttertag und tschüss. Tschüss.